Jo Leute, ich bin's nur ganz kurz aus dem Schnitt. Ich habe gemerkt, dass ich übelst irgendwie die ganze Zeit übersteuere. Ich glaube, entweder habe ich was mit OBS falsch eingestellt oder mein Mikrofon ist zu nah oder es ist wieder am Arsch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war ich ja die ganze Aufnahme ein bisschen so übersteuert. Deswegen habe ich jetzt mega so ein bisschen an den Soundeinstellungen rumgefeilt, habe ein paar Tutorials angeguckt. Die hört sich jetzt ziemlich anders an. Aber ich weiß nicht, das Rauschen hört man jetzt nicht mehr so arg raus, sonst würdet ihr es halt wie jetzt immer scheiße hören und das ist mir was anderes, denke ich. Aber ich denke mal, ich muss so ein bisschen mit der Audio noch jetzt in den nächsten paar Tagen ein bisschen ausprobieren. Und ja, wie gesagt, das wird jetzt kein Dauerzustand und viel Spaß mit dem Video. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und oh mein Gott, Roman, eben wieder grau in Top. Und ja, ich habe jetzt kein Premium Plus mehr, auch kein Premium mehr, weil mein Premium, das ich mir jetzt ja gekauft habe, zum Videostart wieder, habe ich jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ich werde dann nächsten Monat oder diesen Monat nochmal gucken, werde ich mir nochmal dann Premium Plus gönnen. Darum soll es auch gar nicht gehen, denn ich habe gedacht, ich mache einfach mal so ein Chest Opening und ja, guck mal, wie ihr das so findet, denn ich habe jetzt hier zwar nur 3000 Coins, aber ich habe jetzt hier letztens, hier, dieses Wasserpferd habe ich gewonnen und es ist so fucking selten, das seht ihr ankierend, oder wie das heißt. Ihr könnt mal einen Kommentar schreiben, wie selten das ist. Auf jeden Fall war das 30.000 wert. Der Wert sinkt immer mehr. Deswegen habe ich gedacht, ich verkaufe das gute Stück einfach mal. Und ja, da würde ich sagen, weil, warte, nein, ich kann euch ja mal zeigen, was das hier kann. Es kann ja einfach nur hier so ein bisschen Partikel und ein bisschen Special und ja, denke ich mal, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ich will halt eher sowas, was ich halt immer habe. Und ja, das hier geht irgendwie irgendwann leer und da habe ich irgendwie nicht so drauf Bock. Zack. So, da haben wir jetzt 32 Coins sogar. 32.000. So, würde ich sagen, wir holen uns 10 Kisten, ne? Und ja, öffnen mal. Die erste Kiste, meine Damen und Herren, ja. Okay, so viel geiler Shit ist da jetzt gar nicht mal so drin. Und, werde ich den bekommen? Nein, noch eins weiter, ja. Ja, oh mein Gott, okay. Ich hab, okay, Seltenheit rare, was, wie viel, ja, 15.000, das ist sehr gut. So, was ist denn das jetzt immer, 16 Spinnen wegen, weil sowas brauche ich aber nicht, weil es für Spielmodi ist und ich das eher nicht benutze. Das heißt, wir verkaufen das wieder. So, und, ja, wir haben jetzt wieder 17.000, aber ich würde sagen, wir spielen das jetzt einfach mal zu Ende. Und ich hätte es nämlich auch letztens gemacht, da hatte ich dann zwei Endergames-Kits, die irgendwie 15.000 wert waren, da hatte ich wieder 30.000. Also, das rendiert sich da schon, wenn ich jetzt halt, nicht so viel spiele. Und hier ist wirklich sehr geiler Shit drin, ne? Okay, jetzt hängt das irgendwie gut. Liegt wahrscheinlich am Internet oder so. Oh, oh shit, okay. Bitte, bitte. Oh mein Gott, okay, es wird was Wertvolles. Ja! Als ob, ich hab Teleporter gewonnen! Ja, Mann, 15.000 wieder verkaufen, ey. Das geht ja hier. Guck mal, ihr seht schon, ich hab jetzt. Hä? Hallo? Moment, warte, Ingame. Ah ja, okay, verkaufen. Yo. Warum geht es nicht? What the? Hä, was ist das für ein Bug? Guck mal, ich habe jetzt auch noch das andere. Aber leider kann ich das jetzt nicht mehr verkaufen die ganze Zeit. Warte mal, ich reconnecte mal. So, verkaufen. Ah, okay, jetzt geht's. So, kann ich jetzt nochmal verkaufen? Oh mein Gott, wir haben es aber nochmal verkauft. Wie nice. Okay, Leute, nächste Truhe, nächstes Glück. Ihr seht, das ist mega das geile Stuff hier drin, sage ich mal. Und ja, wir gucken mal, was hier so bei rausspringt. Och nö, bitte nicht das Ball. Ja, okay, Hexe, okay, das ist ein Skywars-Kit. Wieder 15.000. Ey, das rendiert sich ja mega. Guck mal, jetzt haben wir 62.000 Coins. Das heißt, ich komme hier einfach nochmal. Jetzt 6 Drohnen schon. Und ja, öffne die mal. Ja, bleibt doch stehen. Ja, okay. Eine Katze, game-spezifisch. Und 25.000, ey. Alter, wir haben ja mega Glück, ey. Okay, haben wir es jetzt verkauft? Nee, warte, wir müssen erst hier in-game wieder. Katze, verkaufen. Yo, okay, es geht wieder. Ne? Wir müssen, glaube ich, wieder reconnecten. Aber können wir jetzt irgendwie einen Bug ausprobieren? Nee, okay, ich muss wieder reconnecten. Zack. Und zack. So, jetzt haben wir wieder 42.000. Dann machen wir mal weiter. Jetzt dürfte ja wieder mehr Luck kommen.
Okay, doch, es ist jetzt nicht so eine Lackkiste, aber kann halt schon geiler Scheiß rauskommen. Okay, ich habe ein Lamm gekommen, ist jetzt nicht so das geilste, 2500. So, einfach mal die letzte Truhe. Lol, was gibt's denn hier, ey, solche Dinger hier. Oh mein Gott, wie krass, ich habe jetzt einfach einen Kohleblock auf dem Kopf, Alter. Junge, sowas wollte ich schon immer mal in der Lobby haben, Alter. So, wir haben jetzt hier die ganzen Köpfe, die wir noch verkaufen können. So, also ich habe keine Ahnung, irgendwie dieser Unendlichkeitsbug hier mit diesen Coins wurde ja auch eigentlich schon gefixt. Deswegen habe ich mich gewundert, warum der noch geht. Nein, nur noch 800. Aber meine Leute, wir haben ja noch hier richtig viele Lotterietickets. Und hier habe ich wirklich einen sehr guten Trick. Und zwar müsst ihr immer hier ja quasi in der Penisform machen. Und wir sehen 500 Coins. Geht auf jeden Fall klar. So, ich würde sagen, wir ziehen das jetzt einfach mal hier immer wieder durch. Und ihr seht, man bekommt immer wieder hier 600. Und ich habe wirklich, ich habe die Taktik immer mal im CS so gehört. Und gedacht, ja, lasst mal ausprobieren. Und ihr seht, man bekommt halt immer diese, man bekommt jetzt nicht wenig, sage ich mal. Und ja, aber wir können ja mal hier random in alle vier Ecken gleich nochmal. Da müssen wir halt ein bisschen ausprobieren. So, jetzt haben wir hier nur 300, seht ihr? Und wenn wir jetzt hier in alle Ecken mal probieren, so ein 5-Ding da. Aber ich glaube, das ist halt einfach nur pures Luck, sag ich mal. So, machen wir wieder hier unsere Standardtaktik. Oh, Leute, Leute, ich bin dumm. Warte mal, weil ich habe gerade gesehen, ich gebe ja immer mehr Coins aus, deswegen. Ja, dann lassen wir das lieber mal. Oh, shit, Alter. Egal, wir kaufen uns jetzt aber nochmal Thron. Ihr seht echt, also wenn man hier Luck hat, man kann es echt sehr lange spielen. Und es macht auch wirklich mega viel Fun, muss ich sagen, ne? Okay, ich habe Joker für 5000 verkauft. Der war anscheinend hier, der war anscheinend teuer. Ich würde sagen, Leute, no risk, no fun. Ich baller die jetzt aber mal raus, weil es mir halt sonst eh nichts mehr bringen würde. So, und dann würde ich sagen, lösen wir die mal wieder ein in unserer guten alten Taktik. So, wie viel hat es jetzt gegeben? 500. Aber man hat gerade im, ich werde es wahrscheinlich im Zeitraffer oder so vorspulen, ich hatte wirklich nur dreimal oder so, so 6000, 10.000 und dann nochmal zweimal 1000 oder so. Aber, ja, da muss man, wie gesagt, wirklich mega Luck haben auch manchmal. So, und jetzt machen wir hier nochmal so einen Scheiß. Ich weiß ja nicht, Alter, wenn wir einmal einen Jackpot knacken würde oder wenn ihr einmal den Jackpot knacken würdet, das wäre halt mega nice. Da könnt ihr auch gerne ein Video machen und es mir senden, wenn ihr wollt. Oh, 10.000 nochmal. Alter. Alter, wir können jetzt nochmal spielen, ey. Das kann echt mega lang gehen. Was? Okay, krass. So, das sollte jetzt aber unsere letzte Truhe sein. Okay, wir haben hier dieses Kopfe-Auslösen-Ding da. Also von den Kopfen halte ich eigentlich gar nichts, weil, ja, es ist halt unser mit so einem Ding durch die Lobby zu rennen. Okay, wir bekommen jetzt irgendwas Lowes. Ja, nice. So ein Chicken, wow, 500. Okay, da haben wir jetzt wieder verkauft. Wahrscheinlich haben wir es jetzt immer noch, ja. Kann es jetzt gleich nochmal verkaufen, wenn ich reconnecte. Aber egal, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt und das vielleicht ziemlich spannend, denke ich mal, auch manchmal ist, würde ich sagen, haut's mal in die Kommentare. Und ja, da würde ich sagen, ja, ich habe noch was richtig Cooles für am Wochenende geplant, so mit anderen YouTubern. Und ja, würde ich sagen, seid aber gespannt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!